Kunst beschrieb Friedrich Schiller vor mehr als 200 Jahren als eine Tochter der Freiheit. Genau das fühle ich auch. Beim Malen kann ich mich komplett fallen lassen. Ich fühle mich frei und ich kann meine Emotionen freien Lauf lassen. Mit jeder neuen Arbeit begebe ich mich auf eine Reise. Inspiriert durch unsere wunderschöne Natur, meinen Reisen durch die Welt und meinen Gedanken und Emotionen. Auf diese Reise möchte ich den Betrachter meiner Arbeit gerne mitnehmen. Ich möchte ihn emotional berühren. Kunst muss berühren und gefühlt werden. Es muss einfach Bäm machen. So wie es bei mir Bäm gemacht hat, als ich zu malen angefangen habe. Es hat sich anfangs für mich wie Verliebtsein angefühlt. Aus dieser Verliebtheit wurde Liebe und es fühlt sich verdammt gut an. Ich bin sehr dankbar, diese Erfüllung gefunden zu haben. Und bin gespannt, wohin mich die Reise noch führt.